Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, ich bin immer noch unten hier unten in der Höhle und suche nach Diamanten und farme Baustoff für unsere Hütte. Ja, da haben wir jetzt natürlich keine dabei. Bruchstein, hieß es schon immer Bruchstein? Das heißt doch erst seit 1.10 Bruchstein, oder? Naja, egal. Wir bauen jetzt hier noch die... Hallo? Kann schon nicht mehr laufen. Wir bauen hier jetzt noch die Erze ab. Ach, da ist gerade Robin verbrannt. Schade, armer Robin. Da ist nichts mehr. Gut, dann machen wir das jetzt zu. Und wir bauen... Ach ja, genau. Ich stehe noch auf einfach. Ich habe nämlich eben geguckt, mit welcher Taste, also die F-Taste, die Sprint-Taste, war doppelt belegt und ich weiß nicht, was das zu was diese Funktion gehört, die auch mit F belegt war, aber das Problem ist behoben und damit mich nicht hinterrucks irgend so ein Creeper fressen kann oder in die Luft sprengen, wie auch immer, habe ich mich kurzfristig auf friedlich gestellt und wie es halt so ist, habe ich es mal wieder vergessen zurückzustellen. So, hier habe ich irgendwo noch Erze gesehen vorhin. Hier, genau, da war's. Und die bauen wir auch noch weg. Diamanten wären schön. Hätte ich nichts gegen, wenn wir Diamanten finden würden. Es gibt doch auch irgendwie in der 1.10 neue Steine. Aber ich, ehrlich gesagt, habe ich gar keine Ahnung, welche Steine es gibt. Ich habe mir die... nicht angeguckt. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber habe ich nicht. Was mir noch eingefallen ist, da wir ja jetzt in der 1.710 sind und ich jetzt halt auch diese Apps updaten musste, sind alle meine Dingsda-Punkte weg. Wo kommt das Wasser her? Meine... halt Wegpunkte, genau, das wollte ich sagen. Hier ist eine Quelle, so jetzt nicht mehr. Alle meine Wegpunkte weg, das heißt, wir müssen die neu setzen. Also den Wegpunkt zum Spinnenspawner und zur Hütte und so weiter und so fort. Das muss alles neu gesetzt werden. Das, denke ich, werde ich irgendwann mal offline machen. Ich muss mir dann da die Koordinaten aufschreiben. Ach, guck mal, da kommt nämlich schon die nächste... Ich glaube, auf 11 war die Höhe mit der Diamanten. Jetzt sind wir auf 15. Oder waren auf 15. Warum dauert das denn so lange? Wir haben doch jetzt schon eine Eisenhacke. So, ich mache hier mal ein bisschen Licht. Und... oh, das ist nicht gut, was ich mache. So ganz blind oben wegschlagen. Naja, gut. Kann ja nur schief gehen. Oh, ich sehe ganz viele Monster oben in der Minimap. Die nur darauf warten, mich zu fressen. So, da war die Hacke kaputt und wurde zum Glück direkt von Inventory Tweaks ersetzt. So. Hier stelle ich noch eine Fackel hin. Und dann graben wir mal weiter. So. Das mache ich zu. Und das hier ist unser Weg, genau, so. Könnt ihr auch mal gucken, was da oben gibt, ne? So, jetzt müsste eigentlich, theoretisch, das ja, genau, sowas geplant. Hm, da mag ich jetzt nicht hochgehen, das ist mir... zu gefährlich. Ich mache hier aber mal Licht hin. So. Dann graben wir mal unseren Tunnel weiter. Was war das? Wir sind auf Höhe 14. Na, wir können ja theoretisch noch eins runtergehen, aber das machen wir dann da vorne. Da geht es natürlich einen Weg runter. Eins oder auch nicht. Okay.
Okay. Das ist das Loch von eben, was wir gebuddelt haben. Das machen wir dann jetzt auch wieder zu. So, machen wir einfach hier. Hier. Genau so. Und hier geht's weiter. Ja, genau so. Das bauen wir jetzt auch noch ab. Ach, ich will doch Diamanten haben. Machen wir uns hier gerade durch, würde ich sagen. Was habe ich denn eingesammelt? Feuerstein, okay. Und dann habe ich es gerade ploppen gehört? Wir gehen jetzt hier eins runter. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo... Da, ich höre es ploppen. Also wenn hier Erde ist, ist hier bestimmt auch Lava in der Nähe. Naja, gut. Bauen wir mal... Ah, da ist Gold. Ist ja auch nicht schlecht, aber Diamanten wären mir lieber. Ja, nehmen wir mal das Gold mit, ne? Wollen wir ja nicht liegen lassen, das gute Gold. So. Ich höre es jetzt auch gar nicht mehr ploppen. Ich glaube, wir sind an der Lava vorbei. So. Weiter geht's im Text. Da kommt Erde. Also wenn ich hier so unter der Erde bin und ich unter der Erde, hier so ganz tief unten und ich grabe Erde, das ist mir nicht so ganz geheuer. Da habe ich immer die Angst, dass wir gleich auf Lava stoßen. Aber ich höre gerade keine Lava ploppen. Also von daher denke ich, dass keine Lava in der Nähe ist. Aber vielleicht ist der See ja auch so tief, dass kein Ploppen zu hören ist. Ich habe keine Ahnung. Da, jetzt höre ich schon wieder Lava. Finde ich nicht gut. Hier ploppt es aber ganz gewaltig. Naja, gut. Da springen geht, ne? Habe ich euch ja schon erzählt, habe ich eingestellt. So. Hier, das denke ich, mache ich auch mal zu. So. Und hier auch. Wir sollten vielleicht auch einfach mal so ein bisschen was ausheben. Einen großen Graben oder so, was weiß ich. Nur um an Material zu kommen. So. Damit mir hier nichts spawnen kann. Verbaue ich hier mein gut gesammeltes Zeug wieder. So, hier kann keine Spinne durch und hier dann auch nicht. So. Aber hier kann was durch. Ach Gott, ich mache es hier zu, so fettig. So, alles klar. Das machen wir zu. Und Diamanten haben wir. Da blubbert es mir eindeutig zu viel. Ich habe da jetzt echt keinen Bock. Wir gehen mal da oben hin. Nee, ich will da nicht. Ach, verdammt. So, warte mal, wo waren wir? Wir waren jetzt hier auf 14. Ich grab mich jetzt hier nochmal durch. Mal gucken. Vielleicht stoßen wir zu. Was war das? Ist da was in die Lava gefallen? Oh mein Gott. Mein Herz. Naja gut, also wir graben hier weiter. In der Hoffnung, auf Diamanten zu stoßen. Jawohl.
Schön langweilig. Wie sieht denn das aus? Soll ich sowas offline machen oder wollt ihr dabei sein, wenn ich mich hier so total gelangweilt durch die Welt grabe und nach Diamanten suche? Oder ja, wollt ihr dabei sein oder soll ich sowas offline machen? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Genau, so, weiter geht's. So, wie viel jetzt haben wir hier? Wir könnten ja mal einen Ofen aufstellen. Und dann gleich die Steine fertig machen. Damit wir dann direkt oben an der Hütte weiterbauen können. So. Alles klar. So. Da ist Eisen. Ist nicht schlecht. Eisen ist gut. Und dann machen wir hier nochmal Licht. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an, die Seitenarme auszuheben. Und gucken, ob wir da nicht irgendwo Diamanten finden. So. Sprinten, sprinten, sprinten. So, hier fangen wir nicht an, doch wir fangen direkt hier an. So, das ist einer. Und dann ist das der nächste. Dann mache ich hier die Fackel hin. Wie tief graben wir denn? Na, gucken wir einfach mal, wie weit wir Lust haben, uns vorzugraben. Ach, verdammte Scheiße, habe ich mich jetzt erschreckt. Das gibt's doch nicht. Ich habe keine Hacke mehr. Ich glaube, wir müssen nach oben. Mann. Mein Herz. Also irgendwann sterbe ich hier. Falls ich mal in der Aufnahme bin und es kommt nichts mehr, dann wisst ihr, dass ich gestorben bin an einem Herzschlag. So, wo ist das hier? Unsere? Genau, hier ist unsere Leiter. Mann, Mann, Mann. Finde ich nicht lustig. So, hier ist was. Ja, gut. Was habe ich denn hier gebaut? Keine Ahnung. So, machen wir mal zu. So, da oben höre ich irgendwas krächzen. Da höre ich einen Zombie oder irgendwie sowas. Hier, das kann zu und das kann weg, denke ich mal. Ich kann nicht, weil ich habe nichts zum Schlagen. Ach, Mann. Ja, gut. Kohle haben wir aber ein bisschen was, also schmelze ich hier mal Eisen ein. Für eine Steinhacke. Ja, wir haben hier ordentlich Redstone. Das heißt, wir können auf jeden Fall mit der Dings beginnen. Soll ich das hier... Oben haben wir keinen Platz in den Thronen, also lasse ich das hier unten. Genau so. Und wir haben eigentlich genug Stein für einen weiteren Ofen. Da werde ich dann jetzt nochmal einen Ofen aufstellen. Oh, jetzt kann ich gerade das Dings nicht weghauen. So, das reicht für eine Hacke. So. Und dann stelle ich hier mal zwei Öfen auf. So. Alles klar, machen wir nochmal einen zweiten. So. Einen zweiten Ofen. Und dann können wir hier, ich glaube, 8, ne? Brauchen wir. So einmal. Und zweimal. Guck mal, da haben wir 64. Jetzt ist hier die Kohle aus. Die packen wir hier rein. Das packen wir auch schon mal da rein. Und ja. Denke, das reicht dann auch. So, wir nehmen dann jetzt noch hier. Machen wir nochmal zwei Hacken. Hier. Dann gehen wir wieder runter. Ja, nur hier.
Wir könnten ja, ne? Das hier noch zubauen. Na? So, alles klar. Dann geht's hier runter. Wo habe ich hier noch irgendwo? Hier sind zwei. So, das ist jetzt nur noch einer. Und dann haben wir es. Wo ging es jetzt hier rein? Hier ging es rein. So. Dann bauen wir mal weiter. Ja. Schön wäre es, wenn wir jetzt sofort auf Anhieb Diamanten finden würden, aber ich glaube, das wird nicht passieren. So. Komm, wir können noch ein bisschen weiter graben. Und ja. Also. Da ist Kies. Und Fackel. Fackel, so, genau. Ja, ich würde ja am liebsten sofort eine Hütte weiterbauen, aber wir brauchen Materialien. Ohne Materialien geht da leider gar nichts. Und deswegen habe ich mich in die böse, böse Höhle begeben. Und ich hasse Höhlen. Das ist ganz schrecklich. Aber ihr mögt es ja, wenn ich mich erschrecke. Also von daher mache ich das fast gerne. Aber auch nur fast. So. Ich denke, das ist weit genug fürs Erste. Und jetzt hier 3 und dann geht's hier zurück. Genau. Und ich höre Lava. Ach Mann, warum ist denn hier so viel Lava? Das ist doch ätzend. Diamanten wären jetzt toll. Diamanten, ich will Diamanten. Ich jammer jetzt ein bisschen rum, es tut mir leid. Ich sehe immer noch ganz viele Monster auf der Minimap. Ah. Also wenn es gleich hell wird, weiß ich, dass da Lava runterkommt. Okay, das ist die Fackel. Oh, guck mal, Redstone, sehr schön. Redstone ist immer gut. Dann gucken wir mal. Ach, guck mal, hier ist auch noch. Sehr schön. Ja, ich habe ja vorhin schon mal gefragt, ne? Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ich hier diese Grabereien offline machen soll oder aber, wenn ihr dabei seid. Wenn ich das machen soll, wenn ihr dabei seid. Dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, über was ich reden soll. Das wäre ganz nett. So Beispiele, weiß ich nicht. Vorschläge. Und dann gucken wir mal, ob ich das umsetze. Ob ich die Themen, ob mir die Themen gefallen, ob ich darüber sprechen mag, ob ich darüber sprechen kann. Und ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen. Könnt ihr auch machen. Und ich gucke dann, ob ich die beantworte. Wenn die nicht zu privat sind, beantworte ich die gerne. Und ja, einfach in die Kommentare rein und abwarten, ob ich die in den nächsten Folgen beantworten werde. So, da sind wir hier auch schon wieder am Ende des Ganges angekommen. Oder am Anfang, wie auch immer. Ach, guck an, hier ist direkt Kohle und Eisen. Oh. Und Wasser. Diamanten wären mir lieber. Aber Eisen ist auch gut. Wir brauchen demnächst wahrscheinlich neue Rüstung. Ich habe auch immer noch keinen Kopf an. Warum habe ich keinen Kopf an? Habe ich den verloren oder habe ich einfach nur vergessen, letztes Mal eine Mütze für mich herzustellen? Ich habe keine Ahnung. So. Hier ist dann schon wieder Redstone. Sehr schön. So. Und um Stein zu sparen. Ach, guck, da ist dann nochmal Redstone. Und da geht's gleich weiter. Alter Schwede, ist das geil. Wo sind die Diamanten?
Wo sind die Diamanten? Hier nicht, verdammt. Na gut, alles klar. Hier mache ich einen rein und... hier war unser Gang. Unser Gang, ne? So, jetzt habe ich mich erschreckt, weil der Kater niest. Ach Gott. Ja. Konzentration und komische Geräusche sind nichts für mich. So, und dann geht's dann hier weiter. Ach so, ja. Genau, ich sollte vielleicht mal... den Gang hier auch ein bisschen verlängern. Damit ich weiß, wo ich aufhören muss zu graben. Ne? So. Wahrscheinlich grabe ich mich jetzt direkt auf den Lavasee zu. Weil hier hat es ja vorhin irgendwo geploppert. Aber wir wissen ja, wenn es hell wird, dann haben wir den Lavasee erreicht. So. Und dann können wir auch gleich von hier graben. Dann brauchen wir nicht den Gang da nochmal zurückzulaufen. So. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt, ich Vollprofi. Aber ich befürchte, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ja, ich hoffe, sie hat euch ein ganz kleines bisschen gefallen. Und wir sehen uns übermorgen wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich wünsche euch was. Bis übermorgen. Macht's gut. Tschüss.